Jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es um die Aussprache, die jetzt beginnen wird zum Leitantrag, der jetzt hier eingebracht worden ist von Simone Peter. Und die Aussprache beginnt in der Regel mit gelosten Redebeiträgen. Das werden jetzt als erstes drei sein. Und als erster spricht Marco Montovanelli vom Kreisverband Gütersloh. Von der Ausdauer und von der Leistung unseres Verhandlungsteams. Während Herr Kubicki nach ein paar Verhandlungsnächten quasi am Rande des physischen Zusammenbruchs stand, haben unsere Leute noch um 4.45 Uhr Videos in YouTube gestellt, um uns zu informieren, wie der Stand der Verhandlungen ist. Also ich fand das insgesamt eine großartige Leistung. Ich denke auch, dass diese 4 Wochen nicht umsonst waren. Der intensive Austausch hat das gegenseitige Verständnis zwischen Union und Grünen deutlich erhöht. Wenn Frau Merkel sagt, ich habe viel gelernt, dann bedeutet das was. Und wenn Herr Altmaier zu Claudia Roth sagt, Frau Roth, ich finde Sie wunderbar, dann merkt man doch, dass da irgendwo ein Funke übergesprungen ist. Vielleicht ist der wirkliche Grund, warum die FDP die Verhandlungen verlassen hat, dass sie gemerkt haben, dass die CDU die Grünen irgendwo spannender findet als die alten Positionen der neoliberalen FDP. Und da waren sie irgendwo beleidigt. Ich denke, die gemeinsame Basis, die Union und Grüne gefunden haben, die kann auch in Zukunft etwas bedeuten. Wichtig ist nur, dass wir jetzt am Ball bleiben und nicht als viertgrößte Oppositionspartei von der Bildfläche verschwinden. Ich finde es deshalb auch etwas voreilig, dass man dieses Angebot der Kenia-Gespräche sofort abgelehnt hat. Wenn die Ergebnisse von Jamaika Grundlage von Kenia wären, von der Gespräche zumindest, lässt sich viel Gutes für die Menschen in Deutschland erreichen. Es ist besser für die Menschen in diesem Land, wenn wir 50% Kohleausstieg in einem Bündnis umsetzen, als 100% in der Opposition zu fordern. Und es ist besser für die Menschen, wenn wir einen Kinderzuschlag von 25 Euro umsetzen, als in der Opposition die Fahne hochzuhalten für mehr Kinderrechte, aber in der Praxis nichts davon umzusetzen. Wenn die SPD uns braucht, um mehr inhaltliche Dynamik in eine Regierungskonstellation zu bringen, dann sollten wir diesem Gesuchen entsprechen. Und ich denke, es wird uns nicht schaden. Natürlich ist das eine schwierige Konstellation, aber ich glaube, wir können davon profitieren und die Menschen in dem Land auch, wenn wir etwas umsetzen von unserem Programm. Insgesamt glaube ich, dass die Erosion der Volksparteien sich fortsetzen wird. Und das Vakuum, das dadurch entsteht, dürfen wir nicht den Populisten überlassen. Wir haben eine große Chance, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir uns nicht nur als ökologisches Korrektiv der großen Volksparteien verstehen, sondern wenn wir selbst einen Führungsanspruch entwickeln. In Baden-Württemberg haben wir gezeigt, dass auch wir eine Regierung führen können. Und wir sind doch die Partei, die die großen Fortschrittsthemen der Gesellschaft formuliert. Und ich glaube, in Frankreich hat man gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn man ein überzeugendes Programm mit einer guten Persönlichkeit vorbringt, wie schnell es dann auch passieren kann, dass eine ganze politische Stimmung kippt. Ich hoffe, dass wir auch Mut entwickeln, uns in diese Richtung zu bewegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco. Dann ist als nächstes Ingrid Nestle vom Kreisverband Kiel dran. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Parteitag heute, er ist sicherlich unbeschwerter, als wenn die FDP die Gespräche nicht abgebrochen hätte. Aber aus meiner Sicht ist er nicht glücklicher. Ich
bin bitter enttäuscht, dass wir die 7 Gigawatt Braunkohle nicht vom Netz nehmen können, nicht die Verdopplung des erneuerbaren Ausbaus hinbekommen und viele andere Punkte. Damit ist die letzte, und ich glaube wirklich die letzte Chance verloren, die Klimaziele bis 2020 noch zu erreichen. Damit ist eine kostbare Chance verloren, die Klimakrise einzudämmen und Millionen von Menschen davor zu bewahren, aus ihrer Heimat zu fliehen, Kinder auch vor dem Verhungern zu bewahren. Und deshalb war das Ende der Verhandlungen aus meiner Sicht ein schwarzer Tag für die Humanität und irgendwie tatsächlich auch ein schwarzer Tag für die Flüchtlingspolitik, wenn man eben an die vielen Geflüchteten der Zukunft denkt. Natürlich wäre eine Einigung schmerzhaft gewesen. Da hätte Bauchweh zur Beschreibung überhaupt nicht gereicht. Das wäre Bauchgrimmen bis zur Kolik gewesen. Aber trotzdem, was ist Bauchgrimmen gegen das Leid von Millionen, die zur Flucht gezwungen werden, gegen Kriege ausgelöst durch die Klimakrise? Und da ist unser 2020-Ziel eben ein Signal an die ganze Welt. Da geht es um mehr als um die 7 Gigawatt Braunkohle. Ich habe euch zwei Botschaften mitgebracht. Botschaften aus dem globalen Süden, wo die Folgen der Klimakrise heute schon zu spüren sind. Die erste kommt von den Wayu, die leben im Norden Kolumbiens und sagen, die Kinder unseres Volkes verhungern. Warum? Erstens, die Klimakrise verändert das Meer, sodass wir nicht genügend Fische fangen können. Zweitens, die Guajira-Halbinsel ist ein Trockengebiet, das von den Hurrikanen mit Wasser versorgt wird. Durch die Klimakrise kam schon seit 14 Jahren kein Wirbelsturm mehr. Und drittens, es gibt einen einzigen Fluss in dieser trockenen Region, den Rio Rancheria. Dieser Fluss, er ist ein Gottfluss, der den Wayu auch Nahrung lieferte. Aber der Kohlebergbau in Carejón hat diesen Fluss zerstört. Wir, von dieser Situation betroffen, bitten die Grüne Partei, dass sie versuchen, dies zu stoppen, dass diese schmutzige Energie, dieser Kohle, das Volk nicht mehr zerstört. Die zweite Nachricht kommt von Harol Ipuchima aus dem Volk der Ticuna, auch aus Kolumbien, Amazonasgebiet. Sie sagen, wir sind die Schützer des Regenwaldes. Wir schützen ihn für die ganze Menschheit. Aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Und vor allem dort, wo der Abbau von Rohstoffen, Probleme mit der Ernährungssouveränität, der Vergiftung von Wasserquellen, zum Beispiel durch Quecksilber, erzeugt, benötigen wir Unterstützung. Darum bitten wir euch, unsere zweite Hand und unsere zweite Stimme zu sein. Dieser Bitte, liebe Freundinnen und Freunde, schließe ich mich an. Dankeschön. Vielen Dank, Ingrid. Dann haben wir als dritten gelosten Redebeitrag Gerhard Schick und danach kommt der gesetzte Redebeitrag von Toni Hofreiter. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn man mal nicht nur auf die letzten paar Tage zurückguckt, sondern auf die Zeit, die nach unserem letzten Parteitag vergangen ist, dann kann man, glaube ich, sehen, dass wir richtig gut was zusammen erreicht haben. Bei dem Wahlparteitag waren wir bei den Umfragen nah an den 6-7% und viele Wählerinnen und Wähler haben uns gefragt, viele Bürgerinnen und Bürger, für was steht ihr eigentlich? Und heute ist diese Frage über einen inhaltlich klaren Wahlkampf und über eine gute Arbeit der Sondierungsgruppe klarer beantwortet als vorher. Und ich glaube, wir müssen aus diesem Prozess lernen, sowohl aus dem, was uns in Richtung 6 oder 7% mit der Frage, kommen wir überhaupt noch in den Bundestag, hingeführt hat, als auch, was waren eigentlich die Erfolgsfaktoren, die uns heute klarer profiliert und mit mehr Rückenwind dastehen lassen. Und ich glaube, es sind zwei Faktoren. Das eine ist,
Wir haben es geschafft, seit dem letzten Parteitag wirklich gemeinsam, geschlossen, strategisch zu agieren. Erst in einem Wahlkampf, den wir super geschlossen geführt haben, und dann in einer Sondierungsgruppe, die hervorragend zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit müssen wir jetzt weiterführen. Wir dürfen uns nicht gegenseitig blockieren. Dafür sind die Themen zu wichtig. Und das Zweite, was gelungen ist, beginnend mit dem 10-Punkte-Plan, auf der unser Wahlprogramm noch mal zugespitzt hat, aber auch mit der Zuspitzung auf den Themen jetzt in der Sondierungsgruppe. Wir haben in den letzten Wochen, teilweise auch, als es darum ging, eine Regierung zu verhandeln, wesentlich klarer gesagt, wofür wir stehen, als es uns vorher in einigen Jahren der Opposition gelungen ist. Und das ist ja auch fast ein bisschen absurd, dass wir dann klarer waren beim Verhandeln einer Regierung als Oppositionspartei. Wir waren zu stark Regierung im Wartestand, und ich glaube, wir müssen jetzt umschalten, wenn die Wahrscheinlichkeit einer großen Koalition groß ist, und zeigen, wir können zwar auch Regierung, aber vor allem können wir jetzt auch Opposition. Und deswegen darf das Bild jetzt nicht stehen bleiben. Grüne sind auch irgendwie bereit, über den Abbau des Solis zu verhandeln. Das war ja richtig, das auch zu verhandeln. Aber klar muss doch sein, eine solche Umverteilung von unten nach oben wäre grundfalsch. Und Bündnis 90 Die Grünen stehen dafür, für ein klares soziales Profil. Sie stehen dafür, den Zusammenhalt dieser Gesellschaft zu stärken und nicht für das Gegenteil. Und es ist auch richtig gewesen, darüber zu verhandeln, wie man in der Steuerpolitik sich aufstellt, und dabei zu sagen, wir sind bereit, auf eine Vermögenssteuer zu verzichten. Aber in der Sache bleibt es dabei, dass die Vermögenskonzentration viel zu groß ist und dass sie den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährdet und dass sie die Politik schief macht, wenn Vermögende einen Wahnsinnseinfluss auf unsere Politik nehmen können. Und das müssen wir jetzt wieder klarer sagen. Denn eins ist doch sicher, wenn wir es nicht in der Regierung schaffen können, jetzt für Klimaschutz, sozialen Zusammenhalt, Humanität und für Europa zu kämpfen, müssen wir es jetzt zivilgesellschaftlich machen, mit einer klaren Linie und mit den vielen Verbündeten in der Zivilgesellschaft, mit denen wir jetzt gemeinsam für diese Ziele streiten müssen. Dankeschön. Gerhard Schick war das, der letzte Redner hier der ersten Runde für die gelosten Redebeiträge. Er ist gleichzeitig finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Und jetzt spricht der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter. Das ist der erste gesetzte Redebeitrag, den wir hier heute nach der Einbringung des Leitantrages durch Simone Peter hören werden. Und Anton Hofreiter hat das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, das letzte Mal, als wir uns bei der BDK getroffen haben, habe ich euch berichtet von einer Reise in die Arktis, die spannend und gleichzeitig erschreckend war. Diesmal berichten wir euch von einer ganz anderen Reise, die auch spannend war und in mancher Hinsicht durchaus überraschend. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, Katrin, Cem, alle 14 gemeinsam waren wir überzeugt, dass wir was Gutes zustande bringen hätten können, dass es ein gutes Ergebnis für unser Land geben hätte können, wenn nicht die FDP panisch vor der Verantwortung davongelaufen wäre. Und ja, so schwierig wie die Gespräche waren, so hätte es trotzdem wichtige grüne Weichenstellungen in die richtige Richtung gegeben. Und wir wussten, dass mit manchen Kompromissvorschlägen wir manchen von euch und uns selbst auch vieles zugemutet haben. Und deshalb sage ich mal ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr so solidarisch wart, so solidarisch mit den 14, mit der Sondierungsgruppe und uns so viel Vertrauen entgegengebracht habt. Vielen, vielen Dank. Und trotz aller Schwierigkeiten, was wäre drin gewesen?
Es wäre ein Einstieg in Kohleausstieg drin gewesen. Es wäre ein Einstieg in die Agrarwende drin gewesen. Es wäre das Ende der Waffenexporte nach Saudi-Arabien drin gewesen. Es wäre der Deckel weggekommen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Es wäre das Ende der Vorratsdatenspeicherung gekommen. Und es hätte Milliarden gegeben für Kinder, für bessere Pflege. Und es hätte eine Art Garantierente gegeben. Und dafür hätte es sich gelohnt, in diese Regierung zu gehen. Und man hätte sagen können, selbst unter diesen schwierigen Bedingungen mit drei konservativen Parteien hätte man klar sagen können, ja, Grün wirkt. Und man hätte es aufrecht und voller Selbstbewusstsein sagen können, ja, Grün wirkt. Aber es ist leider so nicht gekommen. Und jetzt, glaube ich, ist auch einiges klar geworden in den Sondierungen. Der erste Mythos, der eindrucksvoll widerlegt worden ist, ist, ach, die demokratischen Parteien, die unterscheiden sich doch alle gar nicht voneinander. Und eigentlich treffen sich doch da vier bürgerliche Parteien. Nein, es hat sich gezeigt, wie grundlegend die demokratischen Parteien sich unterscheiden. Und das finde ich ist gut. Es ist deutlich geworden, die Bürgerinnen und Bürger haben eine große Auswahl, wenn sie ihre Stimme abgeben. Und ein zweiter Mythos, der jetzt von manchen verbreitet wird, dass Schwarz und Grün sich so nah waren. Mein Gott, das sind doch die klassischen Schwarz-Weiß-Denker. Wir haben ganz hart inhaltlich gerungen und ganz hart miteinander verhandelt. Aber nur weil CDU und Grüne miteinander anständig umgegangen sind, das heißt doch nicht, dass wir inhaltlich identisch sind. Wer das nicht unterscheiden kann, dem fehlt es einfach am politischen Durchblick. Und schauen wir uns doch mal die Inhalte an. Schauen wir uns doch mal an, wie wir inhaltlich gerungen haben. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht vor Beginn der Verhandlungen, nie gedacht, dass wir im Jahr 2017 als Grüne noch mal um die Klimaschutzziele kämpfen müssen. Die von Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot beschlossenen Klimaschutzziele waren plötzlich ganz allein die Klimaschutzziele von uns Grünen. Und deshalb, ich kann nur eins sagen, das ist schon öfters gesagt worden, wenn ich noch einmal höre, alle Parteien in Deutschland wären für den Klimaschutz, dann weiß ich nicht, ob ich mich meine gute Kinderstube vergesse. Nämlich, es ist schlichtweg nicht die Wahrheit. Und auch in vielen anderen Bereichen war es betonhart. Ein vernünftiger Umgang mit der Autoindustrie, ja verdammt nochmal, das habe ich selber verhandeln müssen. War spannend, aber nicht einfach. Da stand von der anderen Seite eine echt große Betonwand. Wir haben den einen oder anderen Riss reinbekommen. Und wenn ich mir eins wünsche von uns allen, dass wir das nächste Mal verhandeln müssen, mit mehr Kraft, das heißt mit einem größeren Hammer, gegen diese Betonwand vorgehen können, um das endlich zu überwinden. Und der dritte große Mythos, es war mal eine böse neoliberale Partei, aber die ist jetzt ganz neu geworden und interessiert sich für Digitalisierung und Bildung und nicht nur mehr für Steuersenkungen. Diese Partei haben wir nicht getroffen in den Sondierungen. Die war da nicht anwesend. Wir haben eine Partei getroffen, die sich eigentlich nur für Steuersenkungen interessiert. Und wir haben eine Partei getroffen, die wirklich neu war. Nämlich in der Hinsicht, dass sie sich von der FDP von Westerwelle unterscheidet. Nämlich sie hat plötzlich versucht, die CSU rechts zu überholen. Und sie war europafeindlich. Das war die alte FDP nie. Deshalb, bei Steuersenkungen sind sie geblieben. Und dann ist auch Schlimmes dazugekommen. So war die neue FDP. Was heißt es jetzt alles für uns, liebe Freundinnen und Freunde? Für uns heißt es jetzt, dass wir den Geist der Sondierungen
wo es uns gelungen ist, aus dieser pluralen Partei und aus diesen pluralen 14 Leuten ganz viel Gemeinsamkeit mitzunehmen. Ich sage bewusst nicht Geschlossenheit. Das hat immer so etwas Zwanghaftes. Sondern aus dieser Pluralität und dieser Unterschiedlichkeit eine Gemeinsamkeit und eine Stärke zu machen. Und ich erwarte ehrlich gesagt von uns allen, dass wir nicht wieder in alte Rituale zurückverfallen und diese Gemeinsamkeit und diese Stärke die nächsten Jahre mittragen. Und warum erwarte ich das von uns allen? Wir sind die letzte handlungsfähige, progressive linke Partei, die es in diesem Land gibt. Und es wäre ein historisches Versagen, wenn die letzte progressive, linke, handlungsfähige Partei in alten Streit zurückverfallen würde. Wir sind die einzige Partei, die für Klimaschutz steht, die für Humanität im Umgang mit Geflüchteten steht, die Soziales und Ökologie verbindet. Und deshalb lasst uns diese ganze Kraft nutzen, dass wir in den nächsten Jahren, das umsetzen und dass, wenn es in 4 Jahren Wahlen gibt, dass wir dann so stark sind, dass keiner mehr an uns vorbeikommt und dass es egal ist, was die anderen treiben, dass wir einfach in die Regierung kommen und dafür sorgen, dass es getan wird, was notwendig ist. Danke. Stehende Ovation hier für Anton Hofreiter, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, der sich hier fast, das kann man sagen, in Rage geredet hat und am Anfang seines Redebeitrages nochmal den Delegierten, aber vor allen Dingen allen gedankt hat, dass man in den Sondierungsgesprächen der Partei viel zugemutet hat. Und für dieses Vertrauen sprach er ihm hier den Dank aus. Sagt aber auch gleichzeitig, wie viel grüne Politik sich hätte wiederfinden können in einer Jamaika-Koalition, die ja letzte Woche nicht zustande gekommen ist, nachdem die FDP die Sondierungsgespräche abgebrochen hat. Und eben gegen diese FDP gab es hier von Anton Hofreiter auch viel Kritik. Aber auch der Blick nach vorne, den er hier an die Delegierten richtete mit den Worten, die Grünen seien die letzte progressive linke Partei im Deutschen Bundestag und ist gewappnet mit einem vollen Programm für eine grüne Klimaschutzpolitik unter anderem. Und jetzt geht die Aussprache hier weiter mit gelosten Redebeiträgen. Das ist immer so, also es gibt einen festen, gesetzten Redebeitrag und jetzt spricht Reinhild Hugeroth, lese ich hier gerade, vom Kreisverband Wittenberg und wir hören einmal rein. Jeder zweite Satz nach draußen dringen, das könnte ja auch hilfreich sein fürs Klima. Ich habe schon sehr bedauert, dass wir nicht an einer Regierung beteiligt sind. Ich glaube, wir haben schon gesellschaftsverändernde Inhalte. Und wir haben nicht nur das, sondern wir haben auch, wie gerade gesehen, das qualifizierte Personal dazu. Und it makes a difference. Ja, es macht einen Unterschied, wenn wir oder an einer Regierung beteiligt sind oder ob wir nicht an einer Regierung beteiligt sind. Für mich ist das vor allen Dingen in dem Bereich der Bildung. Wir hätten mit Verlaub diesen Teil sehr gerne umgesetzt. Das gilt für Bildung und Hochschule. Wir haben wirklich in den Kommunen, ich bin stellvertretende Schul- und Kulturausschussvorsitzende, wir hätten gerne das Geld für die Schulen gehabt. Das hätten wir gebraucht für neue Grundschulbauten und so weiter. Und ich bedauere das zutiefst, dass wir das nicht haben. Und auch das freie Mittagessen für alle Kinder, das ist ein richtiges Problem. Jetzt haben wir als Partei einen großen Zusammenhalt, den gilt es zu bewahren. Ich sehe das jetzt nicht nur als so ein Wort, was man sagt, sondern das sollte eine Arbeitshaltung sein.
Kurz nach der Wahl habe ich gesagt, Leute, lasst uns rausgehen auf die Marktplätze und unsere Wahlkampfstände mitnehmen und erklären, was wir da treiben mit Jamaika. Denn die Menschen da draußen müssen es wissen, nicht nur wir. Und ich muss noch mal Jem und Katrin loben, dass wir die Videobotschaften täglich bekommen haben, dass wir immer wussten, was Stand der Dinge war und dass wir auch sagen konnten, ja, es gibt Konflikte oder an den Inhalten wird weitergearbeitet. Und ich denke mir, dass wir an das anknüpfen sollten, und zwar, indem wir uns ja jetzt auch in den Landesverbänden dazu überreden und wieder zu einer Diskurspartei werden, dass wir häufiger nach draußen gehen, gerade auch wir in den ostdeutschen Ländern. Und dafür benötigen wir auch Hilfe. Das heißt, wir müssen auch in den ostdeutschen Landesverbänden uns stärker aufstellen und besser kampagnenfähig werden. Und da wäre es ganz schön, wenn wir insgesamt die gemeinsame Haltung bewahren würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Reinhild. Das war eine Punktlandung. Und dann hat jetzt Mehmet Kilic, Kreisverband Odenwald-Kraichgau, das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will mit einem Zitat beginnen. Zitat: Lieber peppeln wir jeden Abend die FDP mit Wadenwickeln auf, als dass wir uns mit den Grünen ins Bett legen. Zitat Ende. Alexander Dobrin, CSU. Zugegeben, dass dieses Zitat nicht von Relevanz war. Ich wollte euch lediglich aufheitern. Andererseits, wie kann auch ein Zitat von Relevanz sein, wenn es von Herrn Dobrin stammt? Sobald wir über die Koalitionsverhandlungen und Kompromisse reden, unterscheiden wir zwangsläufig zwischen sinnvollen Kompromissen und faulen Kompromissen. Diese Unterscheidung entlang der roten Linien der Parteiprogrammatik zu definieren, ist die sui generis Aufgabe einer jeden basisdemokratischen Partei. Politische Kompromisse sind für eine pluralistische Demokratie nicht nur normal, sondern notwendig und essentiell. Nur Künstler dürfen keine Kompromisse eingehen. Tun Sie dies, beerdigen Sie sich als Künstler. Wenn aber Politiker keine Kompromisse eingehen, nimmt die Demokratie davon Schaden. Dass die SPD eine Regierungsbeteiligung a priori ausgeschlossen hat oder die FDP mit platten und oberflächlichen Sprüchen die Flucht ergriffen hat, waren sicherlich nicht in diesem Sinne. Aber die Abwehr von faulen Kompromissen, die zum Beispiel zu Lasten der Demokratie, Menschenrechte und Existenz der Menschen und Natur gehen, ist auch ein Gebot der wehrhaften Demokratie. Mit der Wahl von Trump fällt die USA als verlässlicher Partner aus. Gestalten wie Putin, al-Bashir und Erdogan tun sich zusammen. Islamisten und Rassisten schaukeln sich gegenseitig hoch und gefährden unsere Demokratie. Deshalb müssen wir als Grüne viel hörbarer und präsenter sein, auch auf der Straße. Wir müssen die Hoheit auch auf der Straße wiedererlangen. Das ist unsere Aufgabe, liebe Freundinnen und Freunde. In einer bewegten Zeit, in der die Existenz des aus meiner Sicht wichtigsten Friedensprojekts des 20. Jahrhunderts, also die Europäische Union, gefährdet ist, ist es richtig und wichtig, dass wir hier lebhaft und offen diskutieren. Bei dieser Diskussion sollten wir aber nicht vergessen, dass die Existenz und Stärke unserer Partei für die EU und die Welt von großer Bedeutung ist. Sie wird von der Welt zunehmend als Modell wahrgenommen und auch nachgeahmt. Also lasst uns eine Partei und eine Seele mit starken Flügeln sein. Vielen herzlichen Dank. Ich küsse eure schönen Augen. Mehmet Kilic war das, der die schönen Augen seiner Partei hier küssen möchte. Und als Nächstes spricht Ska Keller. Sie ist seit 2016 Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament. Und wenn Sie sich daran erinnern, dann war bei den Sondierungsgesprächen eines der großen kritischen Punkte auch die Hürden, die die Sondierer beim Thema Europa hatten. Ska Keller spricht. Ja, ich muss sagen, ich persönlich bin ja schon so ein bisschen erleichtert, dass es mit Jamaika nicht geklappt hat. Und ich sage euch auch, warum. Ich habe nämlich bereits... Ihr wisst ja noch gar nicht, warum.
Ich habe nämlich bereits vor der Wahl eine Flasche Whisky darauf verwettet, dass es nicht zu Jamaika kommt. Ich würde sagen, Glück gehabt. Aber im Ernst, was die FDP sich da geleistet hat, das ist echt der Hammer. Ja? Zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, dass es auch für uns keine einfache Sache gewesen wäre. Unser Sondierungsteam hat eine fantastische Arbeit gemacht und das kann man gar nicht genug loben, dafür kann man euch gar nicht genug danken. Und vielleicht gebe ich auch ein Schlückchen von meinem Whisky ab, aber das schauen wir erstmal noch. Ne? Aber es ist schon krass, wie sehr die anderen Parteien sich gegen das gewandt haben, was sie angeblich immer wollen, nämlich ein starkes Europa. Und trotz aller grünen Anstrengungen und Überzeugungskunst waren die anderen nicht bereit, mehr als den Status quo zuzulassen. Und zwar in Europa und in der Eurozone. Und zwar trotz Macron, trotz aller Sonntagsreden. Und dabei haben wir in der Europafrage nur echt keine Zeit zu verlieren. Nach Brexit und Wilders hat Macron bei allem Neoliberalismus endlich mal eine Idee vorgelegt. Er hat Schwung reingebracht in die Frage des europäischen Zusammenwachsens und der europäischen Solidarität. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass dieser positive Schwung für die Zukunft Europas nicht verloren geht. Und dafür haben alle sogenannten proeuropäischen Parteien eine Verantwortung. Aber natürlich vor allem wir, die Grüne Partei, denn die hat gerade bewiesen, dass sie die einzige ist, die den Titel Europapartei wirklich verdient. Und Europa, das ist natürlich viel mehr als ESM, Euro und Stabilitätskriterien. Europäische Solidarität, die zeigt sich auch auf allen anderen Ebenen. Und da war ich doch sehr entsetzt zu erfahren, dass die anderen Parteien darauf gedrängt haben, dass Asylverfahren nur noch an den europäischen Außengrenzen, also in Italien oder Griechenland, stattfinden sollen. Das ist genau das Gegenteil von Solidarität. Liebes Sondierungsteam, danke, dass ihr dagegen gehalten habt, dass ihr dir auch da die Fahne der europäischen Solidarität hochgehalten habt, auch wenn ihr da leider dann die Einzigen wart bei den anderen Parteien. Und diese und andere Punkte, das wären echt fette Kröten gewesen, über die wir heute hätten reden müssen. Es ist anders gekommen und ich bekomme mein Whisky. Und deswegen müssen wir aber auch nach vorne schauen und uns für neue Situationen wappnen, egal was kommt. Und ich denke, dabei können wir einiges auch lernen aus den Sondierungen. Ich denke da zum Beispiel an das notwendige Zuspitzen, an die Klarheit der Ziele, aber auch an die Stärke der Gemeinsamkeit, das wir gerade erlebt haben. Nicht durch Formelkompromisse, nicht durch nicht drüber reden, sondern echtes gemeinsames Vorangehen mit klaren Zielen. Das, glaube ich, kann uns noch in neue, ungewohnte Höhen befördern. Prinzipienklar, geschlossen, zusammen für unsere Ziele streiten, konsequent und kompromissbereit. Und das wäre doch mal ein ordentlicher, guter Anfang für die grüne Zukunft, in die wir reinwachsen. Vielen, vielen Dank. Ska Keller war das, die ihrer Partei hier Mut zuspricht für die kommenden Herausforderungen, vor denen die Partei steht. Und als nächstes spricht Claudia Roth als Mitglied des Deutschen Bundestages mit einem gesetzten Redebeitrag. Sie war ja auch im Sondierungsteam mit dabei gewesen. Und wenn Sie sich erinnern, am vergangenen Sonntag, da hat Peter Altmaier, der jetzige kommissarische Bundesfinanzminister, aber auch Unterhändler für die CDU, bei den Sondierungsgesprächen gerade Claudia Roth gedankt für ihre progressive Haltung bei den Sondierungen. Und jetzt Liebe spricht Freundinnen Claudia Roth. Und Freunde, hinter uns allen, aber auch hinter der ganzen Partei, liegen harte Wochen. Alle haben mitgekämpft, haben mitgelitten und haben auch gehadert. Und ihr habt uns getragen in den allerschwierigsten Momenten, habt uns unterstützt und dafür von ganzem Herzen Dankeschön an euch. Die Sondierungen, sie sind gescheitert, aber unsere Partei geht erstarkt und sie geht gefestigt daraus hervor. Warum? Weil wir in großer grüner Vielfalt mit aller Kraft gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Wir haben mit uns gerungen. Ja, und manchmal haben wir auch darüber nachgedacht, abzubrechen. Wir haben uns gequält und sind doch geblieben. Wir haben widersprochen, aber wir sind nicht aufgestanden und haben den leichteren, den einfacheren Weg gegangen. Denn warum? Weil wir wollten Brücken bauen. Wir wollten Brücken bauen, um Veränderungen doch erst möglich zu machen. Ja, und dabei haben wir auch Kompromisse angeboten. Wir haben über Optionen nachgedacht, diskutiert,
die für uns alles andere als einfach waren. Wir wollten es hinbiegen, aber ohne uns zu verbiegen, weil wir an den syrischen Vater denken, der verzweifelt ist, weil seine Familie in Aleppo verharren muss, weil wir an den verfolgten Schwulen in Marokko gedacht haben und an die mutige Feministin in Tunesien und an den bedrohten Journalisten in Algerien, weil wir verhindern wollten, dass rechtsfreie, menschenrechtsverletzende bayerische Flüchtlingslager wie in Bamberg das Modell für ganz Deutschland geworden wären. Und ich sage, weil wir verhindern hätten können, dass es Abschiebungen gibt in Länder, wo der Leib und das Leben von Menschen gefährdet ist. Bei all dem standen wir ganz allein auf weiter Flur. Schwarz-Gelb-Schwarz wollte den Sound, Restriktion, Reduktion, Begrenzung. Für uns aber, und das habe ich immer und immer wieder in stundenlangen Verhandlungen immer wieder klargemacht, für uns Grüne kennt das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze. Für uns Grüne geht Menschlichkeit immer vor billigem Populismus. Für uns gilt das Schutzversprechen des Grundgesetzes für jede Familie und nicht nur für die deutsche Familie. Aber all das zusammenzubinden, das war eine extreme Herausforderung, die wir aber als unseren Auftrag verstanden haben in einem Land, in dem ein Signal der Überbrückung tiefster gesellschaftlicher Gräben notwendig ist, wie lange nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt sind die Gespräche gescheitert. Ja, das bedeutet Unsicherheit, das stellt uns vor eine riesig schwierige Aufgabe, aber es ist keine Staatskrise. Und Angst haben brauchen wir nicht. Denn gerade in den allerhärtesten Stunden habe ich unseren unglaublichen Reichtum gespürt, dass unser Kompass stets auf Humanität und auf Menschenrechte ausgerichtet ist, gespürt, dass unsere Leitkultur das Grundgesetz ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt sage ich, jetzt erst recht müssen wir die Antwort geben, die politische Antwort auf die Demokratiefeinde und die Rechtsstaatsverächter in unserem Land. Jetzt erst recht wollen wir an die Wurzeln gehen, anstatt an den Symptomen herumzudoktern. Wollen wir Fluchtursachen und nicht die Flüchtlinge bekämpfen. Vor allem, liebe Freundinnen und Freunde, wenn eines bei diesem Hindernismarathon in der Sondierungs-Mehrgenerationen-WG klar geworden ist, dann sind es die fundamentalen Unterschiede der Parteien. Und wir haben gezeigt, dass wir die Partei des Rechtsstaatsliberalismus sind. Die Partei, die Verantwortungsethik mit einer starken grünen Gesinnung verbindet. Wir sind die Partei, die aus dem Erinnern in die Zukunft verantwortliche Politik ableitet, statt borniert zu vergessen, zu verdrängen und zu verklären. Und deswegen lasst uns Gesicht zeigen. Lasst uns Gesicht zeigen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Lasst uns weiterkämpfen für die Gerechtigkeit in unserem Land, in Europa, in der ganzen Welt. Und liebe Freundinnen, lasst uns alle das Gegenstück sein zu diesen Ichlingen, die Macht und Parteitaktik dem Gemeinwohl voranstellen. Ihr Lieben, Mut zum Kompromiss kann Ausdruck sein von Politikfähigkeit. Ja, solange wir unsere Prinzipien treu bleiben. Und glaubt mir, Treue ist
und bleibt grüne Primärtugend. Treue zu unserem tiefen Gefühl der Verantwortung, Treue zu unseren Inhalten, Treue zu unseren Werten. Und das ist grün. Dank euch. Claudia Roth war das eben, die noch mal betont hat in ihrer kämpferischen Rede gerade eben, wie sehr man gerungen hat mit den inhaltlichen Zielen der eigenen Partei, um diese einzubringen in die Sondierungsgespräche und dass man damit Brücken bauen wollte bei aller Verhandlung, um eine Regierung, eine Jamaika-Koalition möglich zu machen. Und gerade eben dankte ihr das Podium auch noch mal und richtete Grüße an sie für die Wiederwahl als Bundestagsvizepräsidentin. Und wir hören jetzt weiter in die Aussprache. Und als nächster Redner spricht hier Beppo Bettem aus dem Kreisverband München. Eine stabile Regierung zu wählen, deren ausschließliche Aufgabe ist es, ein repräsentatives Parlament zu wählen. Und das haben Sie getan. Ich korrigiere und mich deswegen kurz. Ist die Diskussion über vom Kreisverband München auch eine absurde Diskussion. Denn was ist denn die Botschaft? Heißt die, ihr habt echt gut gemacht im ersten Versuch, jetzt habt ihr noch einmal eine neue Chance und dann macht das aber bitte richtig, sodass wir dann in Berlin auch eine Regierung zustande bringen? Das kann nicht unsere Antwort auf das Votum am 24. September sein. Wir sollten aber auch nicht, ich finde, wir müssen auch nicht auf diesem Parteitag oder innerhalb der Partei eine große Koalition herbeisehnen oder herbeireden, sondern wir sollten gucken, dass wir in den nächsten Jahren, in welcher Konstellation auch immer, möglichst viel Grün in Deutschland umsetzen können. Egal, wie das zustande kommt und egal, in welcher Konstellation und egal, wie das, und am besten innerhalb des Parlaments, und dafür gibt es durchaus Möglichkeiten. Denn was wir gelernt haben in diesen Sondierungen, ist doch, dass wir tatsächlich, jedenfalls im Bundestag, die Einzigen sind, die sich für Klimaschutz, Energiewende, Verkehrswende, für eine echte, wirkliche, freiheitliche Gesellschaft in Deutschland einsetzen wollen. Aber wir haben auch gelernt, dass wir außerhalb des Bundestags große, einflussreiche, wichtige Bündnispartnerinnen und Bündnispartner haben, nämlich die deutsche Gesellschaft, die weit mehr, die viel weiter ist als viele Parteien, die in diesem Bundestag sitzen. Und diesen Schulterschluss mit der Gesellschaft, liebe Freundinnen und Freunde, den müssen wir bewahren, den müssen wir weiter pflegen, denn wir sind die, die die Partner dieser Zivilgesellschaft sind, die ein anderes Deutschland haben wollen, ein modernes Deutschland, das sich in der Pflicht in dieser Gesellschaft bewusst ist. Und da wird auch eine andere Rolle als auf uns als Partei zukommen. Der Geist der Geschlossenheit, der hier schon heute vielfach beschworen worden ist, zu Recht, und ich bin auch stolz auf eine solche Partei. Aber ich möchte auch, dass wir in 2 Jahren und in 3 Jahren und in 4 Jahren auch auf einer BDK stolz auf diese Geschlossenheit sind und die nicht wieder riskieren und nicht wieder vergessen und verlieren. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, hier steht, Zukunft ist, was wir draus machen. Also, dann lasst uns was draus machen. Packen wir es an. Vielen Dank, Beppo. Das war auch eine Punktlandung. Als Nächste hat Katrin Langensiepen aus Hannover das Wort. Und danach Nicola Lutzmann aus Heidelberg. Ja, ist okay. Verdammte Axt, ihr habt echt was gerockt bei den Sondierungsverhandlungen. Ich habe euch nicht bemieden. Was mir aufgefallen ist, während den Verhandlungen gab es ja das Sondierungspapier aus dem Sozialbereich und wir als BRG Behindertenpolitik sind das durchgegangen und dann ist uns da irgendwie aufgefallen, dass behinderte Menschen da nicht wirklich drin vorgekommen sind. Und da sind wir relativ spaßbefreit, wenn es dann so erscheint, haben einen Antrag nachgeschoben. Michael wurde ganz kurz nervös, aber wir haben dann mit dem BUFO zusammen eine super Lösung gefunden
Und da bin ich auch dankbar, dass wir eine Einigung haben. Sollte es dann dazu kommen, dass es noch in irgendeiner Art an Gesprächen kommen sollte, sind wir super gut vorbereitet. Wir von den Grünen sind inhaltlich und personal sehr gut vorbereitet. Ich habe gehört, dass es bei den anderen Parteien nicht so ist. Da haben die in behindertenpolitischen Fragen noch nicht mal einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Opposition, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ist am Ende des Tages eben nicht Mist. Ich glaube schon, das hat Claudia ganz richtig gesagt, gehen wir hier verdammt gestärkt aus diesen Sondierungsverhandlungen und können im Bundestag zeigen, was eine Hake ist, dass wir eben doch die Partei sind für die Frauen mit Behinderungen, für die Menschen mit Behinderungen, für die Migranten, für die Homosexuellen, für die Kinder, die im Hartz-IV-Bezug sind und die, wenn es eine Kindergelderhöhung gibt, na eben dann doch nichts davon haben, weil Pech für dich, es wird drauf angerechnet. Ein gutes Beispiel hat Luise Amtsberg im Bundestag gemacht, die mal eben einen AfD-Antrag zerlegt hat. War eine super gute Rede, die ich da gesehen habe, die den grauen Herrn vom rechten, sehr rechten Rand gezeigt hat. Nein, Syrien ist eben doch kein sicherer Herkunftsstaat und ihr wollt alles, nur keine Entwicklungshilfe. Also ich bin stolz auf diesen grünen Laden und auch wenn man immer mal hier und da ein bisschen zweifelt, fühle ich mich persönlich hier schon richtig. Und ich glaube, wir werden das weiterhin ganz gut geschlossen hinkriegen und wünsche allen, die jetzt im Bundestag sind, viel Erfolg und macht was draus. Ciao. Vielen Dank, Katrin. Als Nächste ist gelost Nicola Lutzmann. Auch du hast 3 Minuten. Und danach der gesetzte Beitrag von Katrin. Liebe Freundinnen und Freunde, was für eine Zeit in einem Wechselbad der Gefühle. Erst die Freude über das großartige Ergebnis am 24. September, dann voller Hoffnung und Fantasie auf dem Länderrat, als wir beinahe einstimmig beschlossen hatten, mit einem großen Team in die Sondierung zu gehen, dass dieses Team nicht nur groß, also zahlenmäßig groß ist, haben die letzten Wochen gezeigt. Es hat zusammenstehend die heftigen Sondierungen mit den teilweise erschreckenden, enttäuschenden, aber auch hoffnungsvollen Situationen großartig und geschlossen gemanagt. Dafür ein dickes Danke. Auch wenn ich nur über Telefonkonferenzen, E-Mails und Videostatements als einer der vielen aus den BRG-Sprecherinnen-Teams eingebunden war, habe ich mich gut informiert und mitgenommen gefühlt. Texte, Kompromissstrategien und Ergebnisse wurden, wenn möglich, zeitnah kommuniziert und diskutiert. Das hat dazu beigetragen, dass wir weiterhin so geschlossen dastehen. Dafür ein weiteres Dankeschön an die Verantwortlichen, insbesondere Michael Kellner. Wie geht es weiter? Eine Minderheitsregierung? Dafür fehlt mir diesmal wirklich die Fantasie. Jemand verhandelt etwas in Brüssel und muss sich danach in Berlin die Mehrheiten suchen? Einen tatsächlichen Einstieg in den Kohleausstieg mit den Mehrheiten im Bundestag? Familiennachzug? Haushaltsdebatten? Ich habe meine Zweifel, dass das für Deutschland und Europa wirklich gut ist. Damit, falls es keine Wiederauflage der GroKo nun gibt, wir wieder so geschlossen bei etwaigen Neuwahlen in den Wahlkampf gehen können, unterstütze ich die Position, das Spitzenteam nicht neu zu bestimmen und keine inhaltlichen Programmänderungen vorzunehmen. Sicherlich ist es sinnvoll, Präambel und 10-Punkte-Plan nach diesen Sondierungen umzuformulieren. Aber unser beschlossenes, im Juni beschlossenes Programm ist gut und hat viele zusätzliche Stimmen gebracht. Das Team, unser Spitzenteam, hat gezeigt, dass es gut zusammenarbeitet und hat unser Frauenvertrauen wirklich weiter verdient. Das sollten wir, insbesondere unser Zeitdruck, nicht verändern. Dankeschön. Nicola Lutzmann war das, danke, der sich hier Nicola auch noch mal gerade an die Delegierten richtete und gesagt hat, dass er, auch falls es zu Neuwahlen kommen sollte,
dem Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir hier von den Grünen das Vertrauen ausgesprochen hat. Und